Bleibt Hansa Rostock in der zweiten Liga? Wie wird das neue Jahr? Für den etwas anderen Jahresausblick haben wir uns mit einem professionellen Kartenleger getroffen. Mein Name ist Marco Korn und ich habe ein ziemlich komisches Hobby. Ich lege nämlich Karten und ich wurde gebeten, mal fürs nächste Jahr zu schauen, was uns so in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Es ist nur ein Hinweis, die Karten können nicht wirklich in die Zukunft schauen, sondern es ist ein Kompass, der die Menschen oder die Ratsuchenden bei ihren Entscheidungen unterstützt. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt, was uns nächstes Jahr erwartet. Dann haben wir das Haus der Familie, da liegt die Sternkarte drin, die Wunscherfüllung. Und unser Haus ist ja Mecklenburg-Vorpommern. Also das steht dafür, dass im Moment hier alles recht gut läuft und auch stabil bleibt. Im Hause der Gesundheit liegt die Arbeitskarte. Das heißt für mich, dass das kein Selbstläufer ist, sondern dass die Regierung, dass wir alle auch weiterhin arbeiten müssen, damit das halt auch so stabil bleibt. Und wir haben im Hause der Unklarheiten, also im Hause der Wolken, liegen die Schlangen. Und das sagt mir zum Beispiel in der Gegenwart, dass gerade im Hinblick auf Corona sehr vieles noch undurchsichtig ist. Aber die Schlange steht ja auch für Gesundheit. Das heißt, im nächsten Jahr wird uns diese Corona-Geschichte wird definitiv auslaufen und sich verbessern. Im Laufe des nächsten Jahres, also ich sag mal so mit Ende des Winters, also Mitte Februar, März, sehe ich einen Neubeginn. Das heißt, dass so langsam die Spaltung der Gesellschaft so in Impfgegner und Leute, die halt für die Impfung sind, dass sich das wieder normalisieren wird. Wir wissen ja schon, dass es auch alternative Impfstoffe gibt, sogenannte Totimpfstoffe. Und die werden definitiv auch erfolgreich sein, sodass wir einen Großteil der noch nicht geimpften Bevölkerung auch damit einholen können. So, was unsere Umwelt betrifft, haben wir definitiv nach wie vor auch wieder mit höheren Temperaturen zu tun. Wir haben das Schicksal drauf. Wir haben ja auch die Energieräuber, die uns, also die Mäuse, die so ein bisschen an dieser ganzen Geschichte nagen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass wir im Jahr 2022 keine größeren Umweltkatastrophen haben werden. Ich sehe auch fürs nächste Jahr keine Flutkatastrophen, zumindest nicht in Deutschland. Nord Stream 2 würde ich sagen, dass das nächstes Jahr in Betrieb geht, weil wir haben hier wieder die Pipeline, wir haben die Arbeitskarte. Wir haben jetzt im Winter, wo alles noch auf Eis liegt, das sind wieder die Wolken. So, und wir haben hier den Neubeginn, das heißt Nord Stream 2, würde ich sagen, dass das auch wieder mit Beendigung des Winters, also Februar, März, dass das in Betrieb genommen werden wird. Im Moment liegt derzeit noch der Fuchs und die Streitigkeiten drauf. Es werden noch Verträge gemacht, da liegen auch die Mäuse dabei. Also das ist noch ein bisschen schwierig, aber das wird zum Februar, März wird das geklärt sein. Man könnte schon sagen, dass gut geheiratet werden wird, weil wir haben das Herz im Hause des Ringes liegen und wir wissen ja alle, wofür der Ring steht. Und das würde mir sagen, in Verbindung mit der Herzenskarte und auch der Familienkarte, also Wunscherfüllung, dass definitiv wieder mehr und verstärkt geheiratet wird. Ja, bleibt Hansa in der zweiten Liga. Ich bin gar nicht so der Fußballfan, aber da kann ich einfach mal meine anderen Karten fragen. Also ich habe hier, das sind Skatkarten und die roten Karten stehen definitiv für Erfolg. Und die Karten sagen, dass Hansa in der zweiten Liga bleibt. Und ich würde mal sagen, dass Hansa in der oberen Hälfte
stehen wird. Wir haben hier den Wunsch, die Einladung, dass es besser wird, auch die Freundlichkeit. Also die Deutsche Bahn ist definitiv daran interessiert. Der Turm steht ja auch für Institutionen, für ein großes Unternehmen, auch für eine Aktiengesellschaft. Also insofern passt das. Aber wie das so schön ist, wir haben den Fuchs dabei liegen. Und der Fuchs ist so ein bisschen, der so ein bisschen auf die Bremse tritt. Die Bahn möchte schon nach den Sternen greifen, aber wir haben hier nach wie vor den Berg und die Blockade. Da liegt doch so ein bisschen das Schicksalskreuz drauf auf dieser Blockade. Das heißt, um die Frage mal zu beantworten, ob die Deutsche Bahn nächstes Jahr pünktlich sein wird, nein, wird sie nicht. Und sie wird auch wieder reichlich Verspätungen geben. Es wird keine herausragenden Ereignisse geben. Also die unsere Welt wieder auf den Kopf stellen. Es wird sich das Leben wieder normalisieren. Und wir werden im Laufe des Jahres wieder unser altes Leben zurückerlangen.